Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Redornheim, ich bin der Shorty von der Test Area. Und was haben wir denn hier für Benzinpreise? Super 212, Diesel 245. Okay. Das sind üble Preise. Egal. Wir sind im März. März ist durch. Und wir springen jetzt vor in den April. Und dann wird's spannend. Gucken, was der Kontostand sagt. Also das Einzige, wo wir im Moment Geld dran verdienen, ist Silage. 110.000 Euro. Kreditzins. Müssen wir bezahlen. Wir haben den Kredit noch offen. Ja, stimmt. Den habe ich genommen. Mit der Kühe in Schwung kommen, ne? Ja, gehen wir mal gucken, was die Chaos sagen. Wir haben noch ein bisschen Futter. Wir haben Mist. Und hier, na, keine Anzeige, ich muss bestimmt reinlaufen in den Stall. So, ja, guck, 40 Tiere, Gesundheit 100%, der Produktion zwar Zeit 10 Monate. So, was haben wir? Nahrung ist drin, Milch ist Stroh, Gülle, gut. Jetzt schon 9000 Liter Gülle nach einer Nacht bei 40 Tieren. 4000 Milch kommt mir auch ganz schön viel vor bei 40 Tieren. Wie viel Mist haben wir denn? 8000 Liter. Okay, jetzt ist die Frage, wie verdienen wir natürlich weiter Geld? Was sagen unsere Aufträge? Details. So, machen wir mal die Liste länger. Fünffach. So, düngen, grubbern, Unkraut bekämpfen, düngen, Unkraut bekämpfen. Nee. Nee, nee. Da ist noch nicht viel bei. Okay. Also müssen wir Folgendes machen. Mist, Gülle. Wir haben 110.000 Ökens. Ich gucke hier nochmal bei den Tieren eben rein. Stroh haben die auf jeden Fall genug. Mischration müsste man gucken. Ja, wir müssen also in die Zukunft investieren. Da kommen wir nicht drum rum. 110.000 auf dem Konto. Brauche aber Platz zum Bauen. Ich kann das nicht zu nah an den Kuhstall stellen. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Hier vielleicht. Ja, das könnte gehen. Also. Wollen wir mal gucken, wie wir die Produktionen uns leisten können. Es geht darum, dass ich wieder, wie man es schon kennt, wie wir es schon getestet haben, auch Mist und Gülle weiterverarbeite. Erstmal zu Mineraldünger, später dann zu Flüssigdünger, weil wir
da mehr Geld mit verdienen, als wenn wir Mist oder Gülle für irgendwas anderes. Ja. Aus Gärresten, nein, wir haben noch keine BGA. 45.000 Euro Mist aus, Quatsch. Nicht Mist aus. So. Aus Mist machen wir hier dann Mineraldünger. So. Und nochmal 45.000 können wir aus Gülle Mineraldünger machen. Gut. Jetzt brauchen wir den Pickup. Das hat uns jetzt 90.000 Euro gekostet. Nochmal. Aber längerfristig gesehen machen werden wir die 45.000, die die Gerätschaft nahe gekostet haben jetzt, also 90.000 zusammen, wird das schon werden erfüllen. Ja, man kann das so ein bisschen rüberziehen. So, das passt schon mit der Ecke. Und dann haben wir hier Düngerproduktion Gülle. Haben wir dann hier. Dann haben wir hier, ich mach mal um die Ecke rum. Düngerproduktion Mist. Sehr gut. Das war jetzt Schritt 1. Jetzt störst du mich. So. Dann können wir jetzt... Ach, wir müssen erstmal die Produktionen 240 pro Tag aktivieren. Aus Gülle, Mineraldünger. Den Direktverkauf. Mist aktivieren. Aus Mist Mineraldünger den Direktverkauf. Also Gülle. Aus 1000 Gülle werden 500 Mineraldünger. Und Mist. Aus 1000 Mist werden auch 500 Mineraldünger. Gülle hat den Preis, Mist hat den Preis, den gucke ich mal eben nach. Für die Leute so, Mist. Mist bei 98 Euro pro 1000 Liter. Gülle 100 Euro, also können wir im Schnitt sagen, Mist und Gülle 1000 Liter kriegen wir im Direktverkauf 100 Euro für. Wenn wir Mineraldünger machen, da liegen die 1000 Liter bei 4800. Das heißt, aus 1000 Mist und 1000 Dünger können wir insgesamt 1000 Mineraldünger machen. Ne? 1000 Mist werden 500 Dünger, 1000 Gülle werden
auf 500 Dünger, macht zusammen 1000 Mineraldünger und dann haben wir hier großen Gewinn gemacht. Ziemlich großen Gewinn, finde ich. So. Da das mehr Tiere werden im Kuhstall und später natürlich auch im anderen Stall, wird die Menge steigen. Und dann wird aber noch was geschehen. Wir werden dann nämlich aus dem Mineraldünger wieder, wie die letzten Male auch, Flüssigdünger herstellen. Und das ist dann noch mehr wert. So. Sich hier alles noch einfahren. Der Flüssigdünger ist dreimal so viel wert wie der Mineraldünger dann umgerechnet. So. Das sind 8000 Liter, daraus werden 4000 Liter Mineraldünger. Und 4000 Liter Mineraldünger sind über 16.000 Euro. Nicht? Wisst ihr Bescheid? Ja, jetzt brauche ich was für den Gülletransport. Na, habe ich das Ding nicht gesehen da. Ich habe ja in den anderen Folgen immer dieses Universalfass genommen, aber. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht meins, weißt? Müsste ich noch Futter besorgen? Ja, eigentlich müsste ich noch Futter besorgen, fällt mir gerade ein. Aui. So, jetzt müssen wir mal gucken nach Fässern. Ne? Brauchen auf jeden Fall Güllefass. So, Gülle und Gärreste. 22.000 Euro kostet das Ding. Da passen 8.200 Liter rein. Ja, müsste man sich jetzt theoretisch mieten, ne? Kommst du ja nicht drum rum. So, das machen wir mal weg. Das machen wir mal weg. Ups, also ich muss ja nur zum Händler fahren, zum Abholen. Abgeben kann ich es ja später übers Menü. Ja, die Milch. Milch ist auch wieder so eine Sache. Da haben wir ja auch was im Petto. Da brauchen wir erstmal das Geld für. Und wir werden hier auf jeden Fall nicht an den Missionen reich. Wir müssen hier echt tricksen. Um an die Kolilikowski, Millionanskis, Monetas zu kommen. Ich kann gar nicht genug, oft genug erwähnen, wie schön das ist, wenn man einen schönen, großen Fahrzeughändlerplatz hat. Und so weit weg von zu Hause ist er ja auch nicht.
Oh, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. 15 Minutas. Ja, wie gesagt, Mischration. Eigentlich müsste ich Futter für die Kühe besorgen. Ja, ist noch was über an gärenden Resten? Gülle, da sind noch 1799 Liter drin. Ja. Ach, da ist eine Mauer. Ich hätte es jetzt durch die Büsche versucht, wa? So, Gülle hier. Ja, das Abladen dauert ein bisschen länger als das Aufladen, ne? Wollen wir den Rest auch noch für diesen Tag? Schabutski, Schabutski. Achthundert immerhin auch noch mal. Ich eier hier rum, ey. Als hätte ich was im Kaffee gehabt. So. Das war's. Das heißt, ich gebe den jetzt besser wieder ab hier. Ja, mehr können wir heute nicht machen, ne? Sieht nicht gut aus. So. Escape. Sinscape. Gucken wir mal, was wir hier insgesamt da so viel Geld haben wir liegen. Na. Wir haben Milch für 11.000 Euro. Mein lieber Scholl. Mein lieber Scholl. So. Silage ist noch da. Mineraldünger haben wir für 37.000 Euro. Flüssigdünger steht irgendwo rum. Kalk. Gucken wir mal in die. So. Mist. Mit zum Mineraldünger verarbeitet. Hülle. Mit noch zum Mineraldünger verarbeitet. 4.000. Ja, ich würde sagen, wir spulen. Irgendwo steht Mineraldünger rum. Ich weiß nicht wo. Habe ich noch nicht gefunden. Aber nicht schlimm. Wir spulen jetzt trotzdem vor. Und dann gucken wir, was das Konto sagt. Oh, Konto sagt jetzt 18.000. Let's go. €35.000 von 18.000. Sind 17.000 Euro Gewinn. Habe ich so große Kosten? Ach, ihr habt über Nacht nicht mitgearbeitet, ihr Schweinchen.
Ihr habt über Nacht nicht mitgearbeitet, ihr seid ja Schweinchen. Na gut, dann gibt es die Kohle halt heute noch, ne? Jetzt gucken wir uns meine Wiese eben an. Na, na, na. Erntereif, Futter, wir können mähen. Das heißt, Tiere, Wohlbefinden der Tiere. Die brauchen was zu fressen, aber dringend. Okay. Du musst jetzt das Schneidwerk holen. Du musst anfangen zu mähen. Du fährst jetzt erst den Mist. Und dann holst du eine Ladung mit Schwation. Wir müssen aufpassen bei dem Schneidwerk, das wir mieten. Das kostet uns auch Geld. Ich würde den Kredit ungern hochtreiben. Aber könnt ihr mal sehen. Das hat über Nacht die Gülle und den Mist nicht weiterverarbeitet. Die kleinen Schweinchen, die. Unfassbar. Unfassbar, Leute. So. Ne, Einkaufssilo ist sehr richtig. Kuhstall Futter ist richtig. Weizen nicht, so eine Mischration. Einmal. Haben wir ja noch genug. Ja. So. Ja, wir werden dann jetzt Rasen mähen. Bitte. 600. Hüttinger. Mieter 3800. Ja. That's it, ne? That's it. Aber wenn's der erste Mal so gewissen Sachen hast, dann läuft das auch mit der Money, Money, Money. Es war jetzt ziemlich enttäuschend, dass die Produktion über Nacht nicht mitgearbeitet haben. Aber gut, dann ist das Geld ja im Prinzip noch da. So. Was ich später auf jeden Fall brauche, ist ein Güllefass. So. Ja, das ist richtig für erster Weg. 11. Mehl. Und los. Ja, für heute war es das, ihr Lieben. Alles andere schauen wir dann beim nächsten Mal. Daher blaue Linie, ne? Das hat schon mal gut funktioniert. Ich war, bin und bleibt der Shotty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste immer noch ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.